Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben Glück gehabt. Er hat hier direkt hier vorne gespawnt. Scheiße. Ach komm, ich spare Munition, ich komme nicht hoch. Aber wir müssen uns mal heilen. Ah, hier unten sind sie. Ah fuck, das wäre auch mal was gewesen, wofür ich auch meinen... Ne, das nicht. Nein. Ja. Wofür wir die Waffe mal gebrauchen können. Was ist da hinten? Wieso wird er mir nicht angezeigt? Hab ich gar nicht bewegen sehen. Scheiße. Da hinten noch mehr. Also mehr Silberfische, ja. Brauche eine Kiste, sehe ich jetzt hier nicht. Dann lass mal weiter. Die sind ja schon ewig hier in diesem Gebiet. Wir müssen weiter links und dann zurück. Oh, da sind ja mehrere. Na gut. Ui. Spiel gespeichert, schon mal gut zu wissen. Wieso sieht er mich? Fick deine Mama, Alter. Deine Mama war ein Toaster. Die Geschütze haben. Damit wir hier Ruhe haben. Ah, da ist auch einer. Zehnten weiter. Ach, scheiße. Da sieht er mich. Scheiße, er sieht mich. Oh, oh, oh. Da können wir echt von Glück sprechen, dass da die Zeit nicht weiterläuft. So, nehmen wir mal die andere Waffe wieder. Los, Geschützturm. Kämpf, kämpf, kämpf. Schön feige aus dem Hinterhalt. Yeah! Oh, da ist auch einer. Hey, wir sind ein super Team. Wachposten hier. Wachtürmchen. Oh! So super sind wir dann doch nicht. Ah, der ist ein bisschen Hammer. Der hat mich... Komm ich da nicht durch? Was macht der? Der hat die aufgemacht. Der kann die aufmachen. Geil. Darum waren die jetzt eine mal offen. Der hat die doch aufgemacht. Also...
Er hätte es auch so programmieren können, dass er da quasi durchläuft, aber... Oh, ich bin weg. Noch mehr? Wo, was denn? Alter. Also Hacken ist echt mächtig. Diese Türme sind echt mächtig. Es wäre jetzt gar nicht schlimm, wenn die ein bisschen schlechter wären, aber... Soll uns ja nicht beklagen, ne? Nimm es halt, wie es kommt. Geschütz, scheiße. Also, komischerweise können wir es ganz einfach mit einem 16-Platt machen. Aber dann merkst du auch die Position. Okay, Hammer. Ach. Wer muss denn hinter 40 hier irgendwo durch? Das ist ein Geheimgang oder so? Nee, wir gehen erstmal rum. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Alternativweg gewesen. Schitte scheint nicht so zu sein. Oh doch, scheint es doch zu sein. Na gut, ich finde sowas okay. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt so einen alternativen Weg aufsprenge, sollten die Terminatoren natürlich auch dementsprechend reagieren. Vielleicht die Wachtürme nicht. Sind ja automatisiert. Achten eher auf Bewegung. Aber... Alles gut, alles gut. Okay. Hacken wir uns den Weg frei. Ah, knapp. Ah. Ah. Es ist eigentlich nicht schwer, aber ich bin gerade sehr ungeduldig. Okay, Überlastung, 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 Überlastung. Ich habe 92 Schuss von diesem Plasmazeug. Hä? Willst du mich verarschen? Das ist doof. Wieso kann ich ihn jetzt nichts Befreundetes erschießen? Warte. Wir gehen mal jetzt diesen schmalen Weg zurück und hier links. Hacken haben wir ja, das ist schwer. Also Hacken, sage ich. Haben wir nicht gelernt, also haben wir Pech. Oh, was ist das denn? Da sollen wir hin. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal ganz kurz.
hier links lang. Also ich werde jetzt nicht nur jede Ecke hier erkunden, aber ich habe so das Gefühl, das schreit nach einer Truhe da hinten. Vielleicht auch eine Waffe mit Scope. Hier. Achso, ich kann auch den anderen Weg zurücknehmen. Achso, es sind zwei Ausgänge. Na gut, hier hinten wird es wahrscheinlich auch nur. Nehmen wir den Weg hier. Mal kurz gucken. Waren wir hier schon mal? Schuhladen? Keine Sache. Doch. Könnte man übersehen haben. Nee, ich glaube, hier waren wir nicht. Oder ich war richtig blind und habe... Nee, hier waren wir nicht. So viel übersehen kann ich nicht. Medikit. Kann man immer gebrauchen? Hm. Ah. Einfach nichts machen, das ist das Einfachste. Und dann umdrehen. Hat bei Skyrim dann auch immer... Ja, YOLO, Alter, das ist ja wohl... Ah, das hat sich ja voll gelohnt. Das hat sich ja so richtig gelohnt. Ah, ich hab's im Urin gehabt, ihr glaubt's ja gar nicht. So, reichen dafür zwei Slots? Jawohl. Reicht's. Ah. Nimm mal erstmal das da raus. So, 550 Schaden. Ja. 550? Wollte gerade sagen, es scheint jetzt die stärkste Waffe zu sein. Hier locker. Dafür ist die Feuerfrequenz wahrscheinlich unterirdisch. 27. Ja. Unterirdisch, Ladestreifen 5, Stabilität 25. Auch sehr ungenau. Hm. Aber benötige ich nur zwei Slots. Ich finde es echt schade, aber ich würde mich doch, glaube ich, von der Schrotflinte trennen. Ja gut, die Waffe hier, was war das hier für eine Waffe? Dieses Plasmagewehr brauchen wir nicht mehr. Ach, das ist auch die TC-2100 und das ist die TC-2000R. Aha, für Sturmsoldaten, die Standardwaffe wahrscheinlich hier. Bei den Menschen. Die Plasmawaffe kann weg. Ich traue mich eigentlich nicht... Oh, wir sind voll. Ich traue mich eigentlich nicht die Schrot wegzuballern, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. So. Ah, der hat auch dieses rote Scope. Weißt du es nicht, wie viel Schuss hat er? Mal zurück. Nee. 1864, also. Hm. Brauch ein Ziel. Aber das war noch richtig gut, dass wir hierher gegangen sind. Aber so richtig. Das ist ja auch die Waffe, die ich von dem Händler letztes Mal haben wollte. Der mich hier unterstützen sollte, was er nicht getan hat. Kurz gucken. Passt. Warte. Anderthalb Jahre alt. 50 cm lang. Terminieren.
erfolgreich terminiert. Ich bin mal gespannt, wie das ausschaut, wenn wir da auch so ein T-800 ballern. Dann bin ich mal gespannt, ob wir den auch hier wunderbar erkennen, den T-800 mit diesem roten Scope. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht getestet. Ja, die Karte war gut. Groß. Finde ich cool. Viele Nebenquests. Natürlich, so gesehen, mit Nebenquests lag es eng alles beieinander. Aber, ja, war geil. Und neue Waffen gefunden. Was willst du mehr? Achso. Stimmt. Warum sind wir hierher gegangen? Der Typ ist ja immer noch hier. Wollt ihr denn nicht ohne uns los? Warum ist hier niemand draußen? Oh, hinten waren wir noch gar nicht. Lohnt sich auch nicht. Ich dachte, hier kommt man gar nicht hin. Gut, dass wir es auch nochmal geklärt haben. Aber hier ist nichts Besonderes. Boah. Ich glaube, ich muss demnächst mal was trinken, ey. Ja, da war man drin. Boah, Stimme. Hallo? Hallo? Hat die Pen? Oh. Der pennt mit dem kleinen Wuffi zusammen. Oh. Da sind nur zwei. Wo ist der Rest? Jetzt fehlen noch, glaube ich, zwei. Ah, ne, der eine wollte zum Widerstand, der verletzt war, und die andere, ihre Tochter. Wir werden es nie erfahren. Oder sie hält draußen wach und wir haben sie nicht gesehen. So. Ja, diese Stimulanzien-Dinger. Ach, ey, komm. Wir brauchen Energy. Für unsere Waffen. Davon können wir auch mal ein paar machen. Komm. Ach, alle. So. Ah, ich dachte, wir sind einen Punkt aufgestiegen, aber leider nein. Diese scheiß Stimulanzien nehmen halt echt viel Platz weg. Na, dieses Täuschding haben wir auch, glaube ich, gleich. Doch einmal haben wir es verwendet, aber. Naja. Ich handle mal mit der Kiste. Hallo, Kiste. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Ach so, was oben links einfach ist, nimmst du automatisch, ohne mal zu fragen. Scheiß Arsch, du. Jetzt habe ich die M16 verkauft. Ich habe eine M16 mit Verbesserung gehabt, glaube ich, ne? Sackratte. Ah, aber behalt mal die Schrot. Macht 90 Schaden auf kurze Distanz. Das tut mir echt in der Seele weh. Weg damit. Ich kaufe nochmal eine M16. Aber so viel Munition dafür haben. Für die Schrot haben wir nicht so viel. Ja, komm. Weg.
Was ist das hier noch? Pistolenmunition. Weg. Brauchen wir nicht. Haben wir schon mehr wieder 8 Slots frei. Energiezellen. Wir können auch hiervon ein bisschen was verkaufen. Nicht komplett, nur so ein bisschen, dass wir auf 1000, sagen wir mal, sind. Klingt. Nee, 1000 Schuss will ich nicht verkaufen. Warte mal, 400, ein paar zerquetschte. 422? Egal. So. Sind wir richtig reich in der Endzeit hier? Können wir uns da eine Villa mit Terminatoren kaufen? Ihr Skynet, nimm die Taler. Transaktion abschließen. Warte mal. Nein. Ich habe echt abbrechen geklickt, ne? Ja, das Leben kann manchmal so schwer sein. So. Also die haben die Abfrage dann zum Schluss eingebaut. Na gut. Ja, wenn man weiß, was man verkaufen will, dann geht das natürlich flott. So, Tranks, ja, annehmen. So, und Schustikowski. Jennifer, wie geht's dir? Jacob? Ja? How is Pasadena? You know Scheiße. What? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. Ja, genau. Willst du nicht wissen, was in Pasadena passiert ist? Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? Ziemlich schwach für einen Sammler. Wollen wir das ja so sagen? nicht überraschend. Was ist schließlich dein Zuhause? Ey, ziemlich schwach für einen Sammler. Pretty weak for a scavenger. I know, right? You'd think a worldly girl such as myself would get to travel a lot, but sadly I didn't. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. So. Okay, normaler Brief, quasi in den beiden Gerichten, das war die Rose, war die Mutter von Patrick, oder was? I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. How was she? I loved her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother, too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? Okay, obwohl ich es ein bisschen beleidigt habe, gefiel dir das. Na gut. Hast du dich entschieden, was du tun wirst? I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. Was? We'll find somewhere safe, away from all this. Wir wollten noch zusammen Kinder kriegen. I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet.
He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Hm. Hätte man, wenn man vielleicht besser argumentiert hätte oder vielleicht andere Sachen ausgewählt hätte, sie vielleicht überzeugen können, mitzukommen? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ja, dann ärgere ich mich. Na gut. Mach's gut, Jennifer. Denk an mich, wenn du die Kerzen ausbläst. Und grüß Patrick von mir. Und den Hund. Streichel ihn über den Kopf. Mach's gut. Tja. Und Wine verabschiedet sich nicht mal. Ah doch, leg dich schlafen. Ah. Ah, ich bin so müde. Ich hab nichts gesagt. Sie hat kein Bett? Oder ist das Sofa ihr Bett? Oder das da? Hm. Naja. Schlaf gut. Einige Stunden später. Wake up! We need to move. Oh, das ist er. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asked a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Do you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What do you mean, they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? Oh, sie sind schon da. All right, everyone, get out! Los, 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 los! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! 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 Watch out! Uh-oh. Don't just stand there! Run! She's up! Zuflucht des Widerstandes. Wir konnten entkommen. Dank des wir konnten dank des Fremden entkommen. Er opferte sich und erledigte diesen Infiltrator. Ein für alle Mal. Nachdem Patrick jedoch durch die Explosion verletzt wurde, hatten die anderen keine Wahl. Sie mussten zu mir. Die Zuflucht des Widerstands. Ah, dann werden wir da demnächst auch gefunden werden, ne? Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Zwei Wochen später. Mission abgeschlossen. Zurück nach Pasadena. Zwei Erfahrungspunkte. Yeah. Machen wir auch gleich. Aber jetzt wieder vergessen. Ach, Tarnung wäre vielleicht auch mal ganz nett. Schlösser knacken drei auf jeden Fall.
So. Schneller lernen. 30%. Zurzeit haben wir 20%. Ja. Ich überlege. Herstellen, Kampf, Sprengstoff. Na komm, wir scheißen auf Tarnung. Lass mal hier irgendwann mal was voll machen hier. Nächstes Jahr Schlösserknacken haben wir schon auf 3. Vielleicht machen wir Hecken nochmal auf 3. Oder schneller lernen, da überlege ich mir nochmal. Mitglieder des Widerstands. Heidi ho! Was hast denn du Schönes hier? Zeig mal. Das sieht aus wie bei der Warhammer hier. Bei der Imperialen Armee so ähnlich. Darf ich da mal an deine Waffe? Oh, komme ich jetzt nicht mehr raus? Doch jetzt. Nur mal schießen. Bisschen tief eigentlich, ne? Eine schlechte Deckung. Und viel zu viel Waffen auf dem Haufen hier. Nur einmal in der feuern kann, aber... Oder sind das automatische Geschütze? Nee, hier sind Griffe dran. Und Schalter. Kippschalter hier. Musst du hochmachen, scharf machen. Boah. Da sind doch MGs. Ah, egal, komm. Was haben wir hier hinten? Achso, ich muss mit Baron sprechen, aber ich muss mich auch umgucken. Es ist meine Pflicht als Let's Player, mich immer umzugucken. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Hier ist nichts. Sergeant! At ease. Hat er mich Sergeant genannt? Ist er schon aufgestiegen? Oh, mach doch das Auto Licht aus. Das geht auf die Batterie. Cool, wir beleuchten die Mauer. Hi, Jenny. Well, look at you, Sergeant. Oh yeah, ich bin Sergeant. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? Ja, wir fragen lieber nach Patrick. How's Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Na, bereitest du dich auf eine weitere Sammeltour vor? Getting ready for another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Meine Hände sind kalt. Sind sie warm? Sind sie kalt? Nee, andersrum. Scheiße. Könnte mal jemand aufräumen? Eigentlich ist das auch ein super Versteck für den Hinterhalt. Hm? Das andere Versteck viel mehr besser. Immer so kanalig aussehen. Oh, hier ist eine gute Tür. Na gut, die treten sie durch. Machen wir Klopfzeichen hier oder was? Knock. Rivers! DN 46890. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Ja. Krieg ich dann Helm? Da ist ein Nachtsichtgerät drauf. Leckt sich so ein bisschen durch die Schnauze. Ah, doch, hier waren wir schon. Nein, klar waren wir hier schon.
maraschino cherries again. Where do they keep finding this shit? I don't get it. How did they bring that buggy? Aber wir gehen voll. Ah, du bist auch hier. Hi, Mark. I'm going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let me know, okay? Das ist eine richtig gute Aufgabe hier beim Widerstand. Rattenfang. Ah, guck mal, der Fernseher läuft. Brett ein bisschen durch. Hey, I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? but no, seriously, you won't tell, right? Doch. Ich verpfeif dich. Nicht. Oh, ist noch ein kleinerer Fernseher. Ah ja, hier war der Händler. Haben wir noch was zum Handeln? Eigentlich haben wir letztes Mal schon viel verkauft. Kriege ich jetzt vielleicht die Bazooka von dir? Do you need anything? Yeah, deine Bazooka, du Arsch. Quartiermeister-Arsch. Can I see your hardware? So, ach, jetzt hat er natürlich auch die Waffen. Also der verkauft uns das, was wir quasi schon entdeckt. Oh, das will ich haben. 200? Ah, komm. Leisten wir uns das Späßchen. Die sind echt gut. Die machen ja, haben ja richtig Rambazamba gemacht. Was kostet denn das hier? Der war ja auch nicht schlecht. Terminierungsmesser. So. Ach so, das sind toll. Was ist das denn hier überhaupt? Haftbombe. Wir haben eine Haftbombe. Die habe ich noch nie eingesetzt. Hm. Ich kann die Waffe nicht verbessern? Ja, alles gut. Solange ich jetzt die Sachen nicht selber bauen kann, kaufe ich die mal. Oh, wir können ihn verbessern. Dann tun wir es. Ich hätte da aber gerne mehr Ladestreifen. Schaden braucht man da eigentlich gar nicht. Das Ding macht ja so schon mächtig Schaden. Was wir bräuchten, wäre Ladestreifenstabilität. Aber Stabilität hätte ich gern mehr als 15%. Haben wir da auch was Besseres? Ladestreifen. Also Ladestreifen ist... Ah, da haben wir Stabilität. Aber leider nicht den, den wir brauchen. Nur in 11%. Was haben wir hier oben nochmal gehabt? Hier oben war doch auch einer, der 15er. Ja gut, dann 15. Und dann brauchen wir nochmal... hier keinen Schaden nehmen. Wir können noch mehr Ladestreifen nehmen. Dann haben wir unsere Schuss. Ja, Kapazität erhöht um 10 Schuss. Ein bisschen Stabilität, Feuerrate. Guck mal, die ändern. Oh, doch, geht auch. Aber jetzt noch. Ja, komm. Passt schon. Ich hoffe, dass wir da, wenn wir einmal den Kopf treffen, dass es dann halt auch gleich der Gegner tot ist. Hi, Ryan. Hey, Ryan. How's everything? Exactly as you would imagine. Baron's keeping me busy. They weren't kidding when they said she's a hard ass. Hmm. What happened after you started your camp? Honestly, not that much. At least not in the beginning. When we gave up on the idea of getting in touch with anyone, we just tried to adapt. Temperatures fell, we had to scavenge for food. All of a sudden, that became our life. Tja, hast du nicht versucht, nach Hause zu kommen? Wann hast du das erste Mal von Skynet gehört? Ja, das ist auch interessant. When did you first hear about Skynet? Oh, that came years later. We did hear some rumors about robot warriors, but you must understand how crazy it sounded back then. And that wasn't even the most insane story out there. My favorite one
was about the radioactive squirrel zombies. Well, I know how stupid it sounds, but we managed to have fun in our little commune. I still had my guitar with me. We talked a lot about how we're gonna be famous, because we're the only living band in the world. Wie hieß deine Band? What was your band's name? Well, we were thinking about changing it to Survivors, but something similar was already taken. We were just stupid kids, not realizing what was going on. We paid the price for it the first time we saw a tin can. I was tuning my guitar when I heard a strange noise. I found out later that it was a T-400. Must have heard me play. It didn't even have the decency to look scary. Maybe if it did, we wouldn't have just stood there when it started firing. Eingabefehl. Was hast du getan? Was hat Tucker getan? Was hast du getan? What did you do? I froze. I didn't run to help. I didn't scream. I didn't even move. I just stood there, like a coward. A tin can got Tucker with a single bullet. Bam, just like that. 7 other people died before we finally destroyed that thing. Ironically enough, I was the one who delivered the final blow. Safe to say, it was the beginning of a new era. Tja. Gut, was hast du gehört? Nein! Oh, Katze. Das ist hier mein Stuhl und da wird nicht gekratzt. So, nochmal. Jacob. Ja, immer noch ich. What did you hear? A lot of rumors going around of how she's sending insubordinate workers to the front line. And by insubordinate, I mean people who ain't willing to work 18 hours a day. Every day. Ja, mein Gott, Apokalypse. Willst du noch mit der IG Metall gegen ihr Baron klagen oder vorgehen, streiken? Seid froh, dass ihr noch am Leben seid, ey. Oh, jetzt ist die Tür ist noch gesperrt. Wollte schon sagen, die ist offen. Na, hier ist Eierkopf gewesen, ne? Ich muss jetzt nicht mit jedem quatschen. Are you all right? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. Ach du Scheiße. Du solltest dir eher Gedanken über die anderen Personen machen. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. Sagst du zu Jennifer? Jennifer? I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers and she hardly had time to see Patrick. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. Und was geht mit Ryan so? You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. Is there anything you need? No. I have to say, the Resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for asking. Take care. Gut. Danke für ziemlich viel Information und ziemlich viel nichts. Ah gut, mit Patrick müssen wir reden. Hey Junge, wie geht's? How are you doing? Good. Aaron's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. Ja. Wie geht's Jennifer? How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? Ja, klar. Yeah, tell me. What's brown and sticky? A stick. Uh-huh.
I don't get it. Yeah, me neither. I have to go. Okay, das gefiel ihnen auch. Also man kann irgendwie nichts verkacken irgendwie. Ich muss mal bei einer Person, die ich nicht mag, mal einfach immer irgendwie was Falsches auswählen. Keine Ahnung, man kann auch nicht richtig was falsch auswählen. So. It's getting more and more crowded in here. Alvin lost his spider scout again. Man, I saw it crawling through the shelter earlier. Almost gave me a heart attack. Na gut. Aber ich denke mal, die Katze nervt und ich glaube. Habe ich dir Futter gegeben? Oh. Oh. Ja, ich glaube, ich habe die Katze nicht gefüttert. Darum nervt die gerade. Ja. Mit Baron werden wir nächstes Mal weiter mal sprechen. Mal gucken, was die als nächstes für eine Mission für uns hat. Und wir müssen noch die eine Waffe testen hier, richtig mal, gegen den T-800. Das Scharfschützengewehr oder was das ist. Plasmabeschleuniger. Den müssen wir auf jeden Fall testen. Scharfschützengewehr mit Plasma-Impulsmunition der ersten Generation. Ja, rote Plasmazellen. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten unterstützt den Widerstand mit einem Abo, denn nur Abos helfen gegen Terminatoren. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.